Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Samstag, der 27. Februar. Zunächst muss ich mich entschuldigen. Am Donnerstag, den 25. Februar, vorgestern, habe ich mit dem Brustton der Überzeugung als Lesung des Tages ein Stück aus dem Jakobusbrief vorgelesen über Arme und Reiche und Ungleichbehandlung und Ansehen der Personen. Eine ganz wichtige Lesung, nur sicher nicht die des Tages. Ich habe dann nachgeschaut und habe sie überhaupt nicht mehr gefunden. Also weiß der Himmel, wo ich sie im Schott aufgeblättert habe. In Wirklichkeit wurde aus dem Buch Esther gelesen. Das ist schade, die Königin Esther, die in Todesangst sich Mut beim Herrn im Gebet sucht und findet, um dann für ihr Volk einzutreten mit einer halsbrecherisch riskanten Operation. Grund für die Juden, das Purim-Fest jedes Jahr fröhlich zu feiern. Da wird die Esther-Rolle gelesen. Das zur Korrektur und heute Evangelium, noch einmal Bergpredigt mit einem zentralen Stück. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Das stimmt, das haben sie gehört und das haben wir auch neulich gehört im Buch Levitikus. Und deinen Feind hassen, das steht so nicht drin. Und könnte gut sein, dass Jesus eine popularisierte, eine vergröberte Antithese, wie es die Leute so volkstümlich beigebracht bekommen haben, hier aufgreift und als den Wissensstand der Jünger referiert. Das gibt es bis heute, auch der Schatz der christlichen Offenbarung ist in der Weise oft so passgerecht zusammengestaucht worden und dann stimmt es oft nicht mehr. Und es lohnt sich wirklich, ins Evangelium reinzuhören und ein Gespür dafür zu bekommen, wie das Wort Gottes klingt. Du sollst deinen Feind lieben und deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das ist eine Plausibilität, die nicht von Gott kommt. Auch im Alten Bund nicht. Und jetzt übersteigt aber Jesus diese Antithesen und dieses Stammesdenken und dieses Dasein für die eigene Gruppe, fürs eigene Volk und das Hartmachen gegen die, die nicht dazugehören, und empfiehlt uns die Feindesliebe. Wir hatten das Stück schon mal, das weiß ich, aber ich möchte es noch mal sagen, die Liebe, die uns von Jesus abgefordert wird und die zu einem Wasserzeichen der Nachfolge Christi wird, ist nicht eine emotionale Nähe zu denen, die uns Böses tun und ein affektives Hingezogensein zu denen, die uns quälen oder uns Steine in den Weg legen und Schwierigkeiten machen. Das wäre ja auch irgendwie krank. Um sowas geht es nicht, sondern es geht um die Haltung Gottes, der das Böse verabscheut und den böse gewordenen Menschen unverbrüchlich liebt, weil das Böse, das wir tun und vielleicht auch geworden sind, nicht das Letzte und das Tiefste ist, was von uns zu sagen ist. Gott weiß das und wir, die wir seine Söhne und Töchter sein wollen und Geschwister Jesu, wir sollen es auch wissen und wir sollen es den anderen auch zeigen, dass wir in ihnen, auch wenn sie sich vergangen haben, auch uns gegenüber und auch wenn das höllisch wehtut, dass wir das Böse, das sie getan haben, nicht für das Tiefste, das Letzte, das Eigentliche, das Prägende halten, sondern dass wir Hoffnung auf sie haben, dass da noch was ganz anderes, Wunderbares in ihnen drin ist. Gott segne und behüte sie alle.